ja auch bedenken, ich fahre nicht so häufig Trecker auf der Straße. Wird sich hier nur in den Weg gestellt. Also von daher ist das für mich halt wirklich eine Premiere. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir befinden uns immer noch bei der Traction, beim Work Here Bootcamp von den Einzelkorn-Saatmaschinen. Aber die sind jetzt uninteressant, denn wir sitzen hier mit... Ja, wir sitzen hier mit Luca Schütz. Ich arbeite bei KCH. Und wir sitzen hier auf einem schönen Puma 220 CVX, einen stufenlosen Traktor. Und ja, Lisa wollte schon immer mal Puma fahren. Und heute ist jetzt der große Tag gekommen. Wir werden jetzt hier eine kurze Einweisung machen. Und dann geht's ab auf die Piste, würde ich sagen. Prima. Genau. Sonst, wir fangen mal ganz einfach an. Wir holen erstmal das Lenkrad ran, würde ich sagen. Das machst du hier unten dementsprechend. Einfach ein bisschen drücken, dann ziehst du das so schön ran. Okay. Das sitzt schon mal, das läuft. Wunderbar. Gut, Lenkrad haben wir eingestellt. Lenkrad sitzt. Dann haben wir hier rechts den Zündschlüssel. Den drehst du schon mal einfach schon mal ein bisschen vor. Oder dann machen wir erstmal die Zündung an. Und dann schauen wir uns so einmal alle wichtigen Elemente hier in der Kabine an. Ach, Handyhalterung, genau, legen wir dort mal beiseite. Ich mache einmal kurz die Lüftung aus, ja, damit wir dementsprechend auch einen guten Ton haben. Und das Radio am besten auch, ne, damit das passt. Prima. Grundsätzlich haben wir hier unseren Monitor, der fährt jetzt gerade noch schnell hoch. Mhm. Und grundsätzlich, ich sage immer, wenn man neu auf der Maschine ist, einfache Sachen merkt man sich immer ganz gut. Grundsätzlich alles, was orange ist an der Maschine, hat im ferneren Sinne etwas mit dem Getriebe oder mit dem Motor zu tun. Das heißt, wir haben hier zum einen unseren Fahrhebel, beziehungsweise wo wir dann gleich vorwärts, rückwärts auswählen können und die Handbremse, die elektronische Handbremse aktivieren können. Das heißt, wenn wir den runterdrücken und nach vorne, ist die elektronische Handbremse aktiviert. Okay. Dann haben wir hier, finden wir hier auf der rechten Seite auch noch ein paar orangene Bedienelemente. Wir haben einmal hier unseren Multicontroller. Da findest du einmal Hase und Schildkröte dementsprechend, sprich, das ist für den Fahrbereichwechsel. Das heißt, wir haben einen stufenlosen Schlepper mit drei verschiedenen Fahrbereichen und diese Fahrbereiche hier siehst du hier in der A-Säule auch. Das heißt von F1, F2 und F3 und das Schöne ist, diese Fahrbereiche kannst du dann hier über das Rädchen einstellen. Dann siehst du sofort, dass sich das verändert. Und das Coole dabei ist eigentlich, oder die Logik dahinter ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in Fahrbereich 1 bin, das heißt, wir können das auch so einmal einstellen, dann habe ich jetzt zum Beispiel am Gaspedal den ganzen Weg, den das Pedal macht, kann ich sozusagen, das geht dann sozusagen von 0 bis 1. Das heißt, ich kann sehr fein dosieren. Das ist natürlich super fürs Rangieren. Das Gleiche geht aber auch hier über diesen Multicontroller. Das heißt, ich kann auch hierüber sozusagen die Maschine beschleunigen oder verzögern. Das heißt, wenn ich den Hebel jetzt ganz nach vorne machen würde, wird die Maschine dementsprechend 10 km/h fahren und auf der Hälfte 5. Und das ist natürlich auch ganz fein, dass man hierüber ganz gemütlich die Maschine steuern kann. Dann haben wir hier dementsprechend doppeltes Handgas für, sag mal, für die Motordrehzahl und dann dementsprechend hier nochmal Motordrehzahlspeicher, die wir natürlich dann für die tägliche Feldarbeit brauchen. Ich sag mal, das ist jetzt gerade gleich nicht so ein großes Thema. Was allerdings interessant ist, ist hier, wir können das stufenlose Getriebe sozusagen in drei verschiedenen Aggressivitäten einstellen. Das heißt, das spielt eigentlich darauf ab, dass wir sozusagen im Straßentransport eine langsame Verzögerung haben und ein gemütliches Beschleunigungsverhalten und dementsprechend im Feld, wenn wir zum Beispiel viele Fahrtrichtungswechsel machen, dass wir da dementsprechend schnelleren Wechsel hinkriegen, sozusagen zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Und dann haben wir natürlich ganz klassisch, nächste Farbe, die ins Spiel kommt, alles was gelb ist, hat mit der Zapfwelle zu tun, ist jetzt nicht so ein großes Thema. Und dann haben wir hier dementsprechend unsere Hydraulikfunktion und unseren Display, wo wir dann dementsprechend alle verschiedenen oder wichtigen Einstellungen und Parameter uns nochmal anschauen können. Ja, und sonst ist es eigentlich wirklich draufsetzen, losfahren, Spaß haben und ich denke mal, so die Fragen, die kommen dann natürlich meistens erst in der Feldarbeit, aber ich denke mal, so für eine schöne Runde hier durchs Lippetal ist das doch eigentlich schon mal wirklich eine sehr schöne Maschine, wo wir noch mit, wo wir gleich mit loslegen können. Hast du noch Fragen eigentlich so oder generell, bist du schon mal mit dem Case unterwegs gewesen? Mit dem Case noch gar nicht. Okay. Das ist das erste Mal denn, also Premiere quasi. Ja, die hat vom 8R, 900er Fan, 1050. Alle hast du eigentlich schon. Da bin ich schon ein bisschen was gefahren, ja. Also, dann aber ist das tatsächlich doch noch kein Case. Ja, dann irgendwann ist immer das erste genau, Mal. Genau, Premiere. Na, richtig, prima.
Ja, würde ich sagen, ihr startet am besten einfach, ne? Dann perfekt. Schmeiß mal an. Schmeiß mal an. Genau, einmal die Kupplung treten. Hier, die, genau. Doch, Kupplung. Nee, Kupplung, nimm mal den. Ach so. Das ist wie beim Auto. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss dann weiter vorrutschen, muss den Sitz noch einstellen. Genau, so, Maschine ist an. Und dann ist es letztendlich jetzt einmal am Anfang, kannst du hier ja sozusagen deine Fahrtrichtung vorwählen. Das machst du jetzt einfach mal, wenn wir gleich vorwärts fahren wollen. Ziehst den Hebel nach hinten, hoch. Also so, nach oben, nach vorne. So. Genau, schwupp, passt. Das war's schon. Jetzt geht's von der Kupplung runter. Ganz einfach kommen lassen, da passiert nichts. Maschine bleibt stehen, also wir haben einen aktiven Stillstand. Aha. Und dann kannst du jetzt einfach entweder hier gemütlich über das Handgas fahren. Oder du nimmst das Fußpedal. Okay. Und wenn du jetzt schneller fahren möchtest als 10 km/h, drückst du einfach den Hasen. Ja. Oder dann, dass du zwischen einen Fahrbereich wechselst. Ja, und dann ist es eigentlich ja, kinderleicht. Cool. Prima. Schauen wir mal. Ich glaube, ich muss das Lenkrad noch ein Stück runter machen. Aber dass ich den auf der Straße fahren kann, ist auch ein bisschen faszinierend. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich den Trecker auf der Straße fahre. Hat halt eine 40er-Zulassung. Ja, das ist halt der Vorteil, ne? Ja. Das warum brauchen wir noch einen 40er, damit du mitfahren kannst, die Ernte und so? Da bin ich auch. Vielleicht kommst du jetzt heute auf den Geschmack. Ja, haben wir bald einen roten bei uns auf dem Hof. Der sticht dann auf jeden Fall raus. Müssen wir jetzt links oder rechts rum? Ich würde rechts rumfahren. Du musst aber auf jeden Fall immer. Rechts rum, das stimmt, okay. Du musst aber auf jeden Fall immer den richtigen Nagellack dann drauf haben. Ja, genau. Da steht da Martin. Martin kriegt gar nicht mit, dass wir an ihm vorbeifahren. Ich habe jetzt auf jeden Fall auf ganz langsam gemacht, Leute. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich muss jetzt erstmal ein Gefühl für den Trecker kriegen. Ihr müsst ja auch bedenken, ich fahre nicht so häufig Trecker auf der Straße. Wird sich hier nur in den Weg gestellt. Also von daher ist das für mich halt wirklich eine Premiere. Kann man jetzt während der Fahrt eigentlich auch umstellen? Das ist nur eine elektronische Beschränkung. Okay. Also kannst du ruhig bis Ernstschlag machen und. Ja, du lass uns erstmal. Wer weiß, was das hier für Straßenführung sind. Die haben doch hier die Lüftung ausgemacht. Ja, wir haben die Lüftung ausgemacht, weil wegen Ton. Ah ja. Ich komme nämlich auch gerade ins. Ich habe kurzzeitig keine Luft mehr gekriegt. Ja, ja. Schwitzen hier. Ah, okay. Oh, guck mal, da läuft ein kleiner Pudel. Oh, schöner Rasen, du. Oh, der sieht aber wirklich gut aus. Mensch, so ein schönes Anwesen hier. Allgemein muss man sagen, dass die Landschaft hier wirklich sehr schön ist. Sehr tolle Höfe. Also es ist schon ein Unterschied zu uns, daheim. Da, wie? Daheim. Daheim. Lisa. Zu viel mit den Bayern gesprochen hier. Oh, guck mal hier. Es ist wirklich toll. So. Hier ist ein Musterhaus. Können wir uns mal angucken. So, jetzt fährst du rechts oder links? Du musst erstmal blinkern, ne? Wahrscheinlich hier hoch? Ja. Trecker sind halt mega übersichtlich, ne? Das ist mega geil. Du hast halt einen schönen Blick von hier oben, ne? So, und jetzt mit dem HW80 hinten dran? Siehst du mich dann da? Da sehe ich dich. Naja, dafür haben wir gar keine Zeit. Ich meine, ich habe dir ja schon mal gesagt, du kannst auch Überladewagen auf dem Acker fahren, aber das ist ja das, was du nie möchtest. Ach, ich traue mich das immer nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich habe immer Angst, ich schaffe das nicht mit dem Überblick und fahre dann nachher noch ins Schneidwerk oder so, weißt du? Dafür fehlt mir einfach die Erfahrung. Wahrscheinlich muss ich einfach häufiger fahren. Ja. Damit man einfach Routine und ein Gefühl für die Größe bekommt und sonst irgendwie was, weil so ist das halt wirklich immer, ich sitze auf diesen Riesenmaschinen, fahre halt häufig mit. Aber dann fährst du ja nicht selbst. Und ich finde, beim Mitfahren kriegst du einfach nicht das gleiche Gefühl für die Maschinen, wie als wenn du selber fährst, weißt du? Mhm. Achso, der will hier rein. Ja. Dann können wir fahren. Wie weit sind denn die Straßen hier? Wahrscheinlich nicht so aufpassen, ne? Nicht, dass Lukas sich näher das Video ankriegt und ein zu viel bekommt, wenn wir hier so rumgurken. Da sind die wirklich in die Hecke gefahren. Da kommen die ganzen Schlamm her. Die kriegen nie wieder einen Trecker.
Aber ansonsten ist das ein schöner Trecker. Das einzige Problem für mich ist jetzt natürlich, dadurch, dass ich sehr klein bin und sehr weit vorne sitze, verblende ich natürlich mit dem Display die Säule und habe die Übersicht hier nicht mehr. Ja, ich glaube, das ist halt die Frage, ob man das ein Stück das drehen kann oder so. Das sieht starr aus. Also bei anderen Herstellern kannst du es zur Seite drehen. Vielleicht hier auch. Schreibt mal in die Kommentare. Weil das ist natürlich für mich jetzt ein bisschen schwierig. Ne? Also ich kann da nichts sehen und habe hier halt keine Display-Anzeige. Ich kann halt hier die Geschwindigkeit und alles rauslesen. Ne? Aber ansonsten... Das ist aber auch ein schönes Haus, ne? Allgemein alles. Das sieht aus, als hätte der Sohn da angebaut, finde ich. Was hat er denn angebaut? Sein Haus rangebaut, anders als von Mama und Papa. Der Sohn hat da angebaut. Findest du nicht, dass das so wirkt? Für mehrere Gramm. Hier hat wohl jemand ein Kind gekriegt. Wieso liegt das da? Nein, da war ein Storch und hier steht ein kleiner... Wie geil ist doch wohl der kleine Trecker, der da am Fahrrad angebunden ist. Hinter uns ist noch ein Auto, ja, kannst du das sonst vorbeilassen. Hier rein? Mhm. Dann ist er einmal im Kreis gefahren oder was? So lange kann er noch hinter uns fahren. Reicht dir das so oder willst du noch ein bisschen weiterfahren? Nee, wir können doch jetzt nicht. Er hat gesagt, wir sollen eine schöne große Lippstätte. Du kannst ja noch mal eine schöne Tour machen. Genau, dann kommen wir hier nochmal beide tauschen. Wir fahren hier jetzt einmal rechts rein. Und dann kannst du ja noch mal. Wollen wir hier auf der Straße schon tauschen? Ja. Ich hab gedacht, der Klassiker, Leute, kennt ihr das auch? Man biegt ab und in dem Moment möchte der andere da auch abbiegen. So. Du darfst nichts machen. Doch, Handbremse. Muss nicht. Wollte ich reinmachen. Ach so. So, jetzt müssen wir erstmal den Sitz wieder zurück. Ja. Du musst wahrscheinlich das Lenkrad auch wieder hoch machen. Na, ein bisschen lit. Schöner kleiner Trecker, ne? Ja. Warum lässt du denn jetzt wieder ab? Ja, das möchte ich doch gar nicht. Jetzt. Wie hast du ein Parken reingemacht? Du musst nach oben zurückziehen, hoch und jetzt da hinten. Warum geht das nicht? Ah. Muss ich kuppeln? Jetzt. Kuppeln treten. Haben wir nicht richtig zugehört bei der Einweisung? Das ist aber auch sehr neu, dass die Varios oder die Stufenlosen, das sind ja Stufenlose, keine Varios, dass man da kuppeln muss. Normalerweise ist die Kupplung, kannst du die abbauen nach der Auslieferung. Hier anscheinend nicht. Da kommen direkt alte Erinnerungen hoch. Wir hatten mal einen T7550. Ähnliche Basis, sag ich mal. Und da hat sich das Getriebe auch so angehört. Das ist ja, ich glaube, es ist auch ZF-Getriebe, was sie reinbauen. Die hören sich alle so ein bisschen gleich an. Aber es ist ein schöner kleiner Trecker. Vor allem, schöner kleiner Trecker. Das ist ja eigentlich kein kleines Ding, 240 PS, ne? Eigentlich nicht. Aber... Und? Fährt sich gut, finde ich. Ja. Bei Fahrradsitz ist es auch super bequem, ist auch, man muss auch sagen, das ist sehr komfortabel. Das ist nicht kantig oder so, sondern nicht wirklich schön ruhig auf der Straße. Fand ich auch. Nicht so huckelig. Man muss auch sagen, sehr leise. Dafür, dass wir gerade 40 fahren, kommt mir das nicht so vor wie 40. Ist so. Du, Lisa, die Gerste schiebt hier schon ein Fahrenblatt. Ach. Ja. Wir sind ja viel weiter als wir. Noch nicht so weit. Oh, das ist eine schöne Gegend. Felder ein bisschen klein, aber schöne Gegend. Ja. Aber was mich so ein bisschen stört, dieser Bereich. Als großer Mensch ist dieser Bereich zum Beispiel sehr verdeckt durch den Spiegel. So, ne? Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich da Autos gucken will, ist das schon ein bisschen hinderlich. Schwierig. Ja. Wie gesagt, ich fand es schwierig, dadurch, dass ich halt so weit vorne war, dass ich halt die Säule dann halt da verdeckt habe, ne? Die A-Säule oder was das ist. Mhm.
Das fand ich jetzt ein bisschen problematisch, aber da gibt es vielleicht auch irgendeine Lösung. Aber das fällt schon so aus, dass das so ein bisschen die Sicht verdeckt. Also, das ist, naja, das ist dadurch, dass halt die Technik da drin ist, ist halt auch größer, ne? Massiver. Ja, aber es kommt dann auch nicht so vor wie eine übersichtliche Front. Also es ist schon ein bisschen verdeckt. Ja. Ich will jetzt gar nicht kritisieren oder so, aber das ist das, was einem so direkt auffällt. Komfortabel, aber verdeckt. Direkt andere Region. Bei uns wären die Leute direkt halb im Graben gesprungen, um den Trecker vorbeizulassen. Weil die halt aber auch andere Dimensionen haben, die Trecker. Man muss dann weiter Platz machen, weil die breiter sind als hier. Ich habe auch einfach das Gefühl, dass die Leute bei uns ein bisschen mehr Verständnis für Landwirtschaft haben. Das ist so, oh, guck mal, der Trecker, lass hier mal vorbei. Gut, vielleicht waren das jetzt aber auch die... Vielleicht sind die Leute hier so, aber die waren vielleicht gerade eine Ausnahme. Na, mal gucken, da kommen noch mal zwei. Hier ist ja was los, jetzt kommen da noch Jogger. Können wir bestimmt auch hier reinfahren, ja, ne? Wir fahren einfach mal hier rein. Gucken wir, wo wir ankommen. Das kühlt aber auch doll, oder? Meine Güte. Da sind wir morgen gleich wieder krank. Ja. Guck mal, hier sogar ein Roggen. Gibt's ja nicht. Er ist zu wenig, jetzt kühlt er dir zu doll. Hier kann man es auch nicht rechnen. Nee, Klimaanlagen ist so ein ganz sensibles Thema, Leute. Ich bin hier so ein bisschen sensibel in diesem Bereich. Das kriegt er sofort Halsschmerzen davon. Da bin ich echt, manchmal bin ich wirklich ein bisschen robust, aber manchmal bin ich auch eine richtige Mimose. Und Klimaanlage, da bin ich die totale Mimose. Ja, ist leider wirklich so. So, was sagst du jetzt noch so ein paar Meter mehr? Ja, ist ein roter Trecker. Oh, das ist aber auch ein schönes Haus. Ja. Hast du das gesehen? Ja. Wollen wir nochmal zurückkommen? Nee. Ich muss auch sagen, ich würde dich auch gerne ab und zu mal im Trecker sehen. Du machst das nämlich gut, du willst immer nur nicht, aber eigentlich kannst du das immer alles. Weißt du denn eigentlich, wo wir hin müssen und wo wir herkamen? Von da. Ich glaube, die nächste müssen wir fahren. Ich glaube, wir kommen hier irgendwo zurück. Da stehen die alle. Zurück. Ja, ja. Wir müssen nur aber gucken, von wo. Wie viele Wege das Feldwege. Ja, anteilig auf die Hektar gibt, oder? Ja. Das ist ja pro 5 Hektar ein Weg. Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, hier müssen wir jetzt rechts rein. Hier ist wieder das Musterhaus. Ja. Also wie viel läuft dein Fazit, Lisa? Ich mag ihn. Das ist ein grundsolider Trecker. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja. Ich glaube, zum Teil sind die so ein bisschen... Ja. Überlegst du gerade, wie es diplomatisch aussieht? Du musst hier rein. Ja, habe ich gesehen. Was hast du denn? Wolltest du noch mal gucken, wie er rückwärts fährt oder was? Ja, guck. Ach so, aha, so fährt er rückwärts. So fährt er rückwärts? Ich glaube, sie stehen zum Teil nicht zu Recht im Schatten von einigen großen Marken. Ja, ist aber was man sieht, aber so relativ viel merkt, dass es halt hauptsächlich sich an den Vertrieb entwickelt. Also hast die Werkstatt in der Nähe, dann wird halt die Marke gefahren und hast die Werkstatt in die Nähe, wird halt die Marke gefahren. Ne? Von daher, ja. Wäre es bei uns halt auch eher schwierig. Aber Lukas hat gesagt, er bringt vielleicht mal was Schönes Rotes vorbei, Leute. Das wäre cool. Ja. Das wäre echt cool. Könnten wir uns dann mal ein bisschen rumprobieren und ausprobieren. Lisa, willst du es sonst abmoderieren? Ja, Leute. Das war unser kleines Best-of, wollte ich sagen, hier aus dem Case. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich komme dann auch immer mehr auf den Geschmack, Trecker zu fahren. Vielleicht finden wir ja doch irgendwann mal mehr Zeit, dass ich es doch mal machen kann. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Weiter im Text. Mit was auch immer. Schreibt mal in die Kommentare, was wollt ihr denn bei Lisa mal sehen? Welche Maschine? Also 1050 ist sie ja schon gefahren, sicherlich den Jaguar, aber das haben wir zeitlich nie hinbekommen. Da würden wir bestimmt aber auch noch mal was hinkriegen. Ich glaube, wir hatten ja extra mal die Kategorie bei mir auf dem YouTube-Kanal Lisi fährt gehabt und leider kam da ja nur ein Jahr kein Video. Vielleicht können wir das in Zukunft ein bisschen ändern. Ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass wir gucken müssen wegen mit Anton und so weiter. Ne? Das ist halt auch nicht einfach immer so, dass wir auch immer die Zeit haben. Häufig haben wir auch den Zeitstress, dass jetzt schnell irgendwie was erledigt werden muss, die Arbeit, dass man jetzt nicht noch großartig
rumspielen kann. Ne? Zeitfaktor ist ja immer sehr groß. Aber bestimmt werden wir da mal wieder ein bisschen was finden. Gut, macht's gut, Leute.